Wir haben so ein bisschen am Anfang 15 Minuten gebraucht, bis wir reingekommen sind, aber ich glaube, dann haben wir schon auch ganz gut Fußball gespielt, haben zwei, drei Möglichkeiten gehabt, aber dann haben wir nicht so das nötige Quäntchen vielleicht im Abschluss gehabt. Klar war es irgendwo ein Kampfspiel, aber wir haben die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewonnen. Nur nach vorne war immer so ein bisschen der letzte Ball vielleicht nicht angekommen, dann der Abschluss so vielleicht auf dem Torwart nicht so voll getroffen, dass der nur Richtung Tor kullert. Also Möglichkeiten waren da, aber im Endeffekt hat es dann nicht für das Tor gereicht. So im Endeffekt entscheidet eine gute Situation von Fürth, entscheidet das Spiel. Kommst du wieder raus, bekommst direkt das Gegentor, ist natürlich erstmal ist ein Dämpfer. Ich denke, wir haben uns trotzdem eigentlich gut erholt, haben trotzdem weiter mutig nach vorne gespielt. Leider dann den entscheidenden Punch vom Tor heute vermissen lassen. Natürlich tut uns jeder Spieler gut, der jetzt vielleicht in den zwei Wochen zurückkommen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht, ob wir einen zurückkriegen oder nicht. Aber trotzdem haben wir die Qualität auch mit den Leuten, die heute da waren, hier ein Spiel zu gewinnen. Und dann denke ich, dass wir in zwei Wochen gegen Schalke da einen Kracher zu Hause haben, wo wir dann natürlich auch die Möglichkeit haben, es wieder besser zu machen. Ja.